Es ist Dienstag und gleich Taffzeit und das sind heute. Das gleich. Oh mein Gott, hübsch. Wie das auch aussieht. Not. Forever. Immer diese besoffenen Wetten, echt, ihr Jungs. Hört damit auf. Ja. Wir starten heute mit dem momentan wohl bekanntesten Mittelfinger der Welt. Und der galt keinem Geringeren als US-Präsident Donald Trump. Ja, warum eine ganz normale Frau aus Virginia deswegen zur Heldin der Nation wurde, aber warum das auch richtig krasse negative Konsequenzen für sie hat, hier kommt die ganze Geschichte. Ja, weiter geht's mit knallharten Vorwürfen, die sich jetzt zu einem echten Skandal für die Berliner Polizei entwickeln könnten. Es geht um eine Polizeiakademie. Ja, die Zustände sollen untragbar, die Schüler gewalttätig, der deutschen Sprache nicht mächtig und korrupt sein. Aber was ist dran an diesen Vorwürfen? Wir haben mit einem Insider gesprochen. Ja, wir in Bayern haben, glaube ich, auch viel Glück mitbekommen. Also voller Glückshormone geht es jetzt weiter mit einer sehr verrückten Geschichte. Weil in New York immer mehr Vierbeinern vor Restaurants und Shops geklaut werden, wirklich kein Scherz, ja, gibt es jetzt dort sogenannte Dog Parker. Das ist absolut richtig. Und das sind Hundehütten mit Klimaanlage und Videoüberwachung. Wie das dann aussieht und ob es überhaupt was bringt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Von der Sorte geht aber nur einer raus. So, haben wir alle schon mal gemacht, ne? Während der Arbeit mal eben das Handy aufladen oder mal Nachrichten checken oder so, ne? Ganz normal. Aber darf ich das rechtlich überhaupt? Ja, oder kann ich für solche scheinbaren Kleinigkeiten eigentlich entlassen werden? Wir klären jetzt auf. So, viele, viele, viele Gesetze, aber es gibt ja auch viele Freiheiten in Deutschland. So dürfen wir auf den Autobahnen so schnell fahren, zumindest in Teilstrecken, wie wir wollen. Und das gefällt nicht nur uns, sondern auch den Amis sehr gut. Oh ja, zum Beispiel auch unserem Deutschland-Einwanderer Connor. Ihn zusammen mit noch vier weiteren jungen Menschen begleiten wir bei Ihnen, ihrem neuen, aufregenden Leben hier bei uns in Deutschland. Also, hier kommt der zweite Teil von Hello Germany, die Einwanderer. So, mit so einer Art Frühlingsgefühle und einer kleinen Sensation geht es jetzt auch bei uns weiter. In Deutschland gibt es jetzt nämlich tatsächlich und endlich die erste Virtual Reality Wasserrutsche. Nee, und das soll viel mehr Spaß machen als normales Rutschen. Da kann man quasi überall durchrutschen, durchs Weltall, durch den Dschungel und so weiter und so fort. Und toll. Natürlich haben wir es mal ausprobiert, ist ja klar. Ja, irgendwie nicht von dieser Welt ist auch diese bekloppte Wette hier. Vorher haben wir aber was richtig Schmackhaftes für Sie versprochen. Unser Sondergewinnspiel. Und da können Sie richtig was gewinnen. Passen Sie nämlich aus. Und das Allerbeste daran ist, diese 3 Jahre, die sind auch einfach noch mal netto. Geht 1:1 auf Ihr Konto. Und weil das ja noch nicht genug ist, kriegen Sie auch noch ein iPhone 10 obendrauf. 07, Ihre Nummer zum Glück. Dort bitte das Kennwort extra nennen oder extra per SMS an 3x4, 3x1 schicken. Und wenn Sie es jetzt immer noch nicht glauben können, dann können Sie sich das Ganze noch mal durchlesen. Und übrigens auch die Gewinner, die können sich informieren auf www.extragehalt.tv. Viel Glück und bis gleich. So, willkommen zurück zu TAF. Und sollten Sie jetzt Hunger haben, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Gebackener Mett-Bananentoast mit Curry, Bier-Sahnesuppe oder Nudeln mit Leberwurstsoße. Da hat die Frau Kartmel schon richtig das Wasser im Mund zusammenlaufen, ne? Naja, fast, sagen wir mal so. Was es damit auf sich hat und ob das Ganze überhaupt essbar ist und warum es so viele Fans hat, wir haben es natürlich mal ausprobiert. Lecker, 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 lecker. Selbst in meinem Zustand kein Bock. Man muss sich nur mal trauen, dann schmeckt's auch. Versuch's mal. So, apropos mutig, da sind wir nämlich schon wieder. Wir zeigen Ihnen jetzt nämlich das wohl, und man untertreibt nicht, das wohl verrückteste Tattoo, das in den letzten Wochen so gestochen worden ist. Oh ja. Wilke aus Ostfriesland, der hat eine Wette verloren und jetzt prangt auf seinem Bein eine wunderschöne, ja was denn eigentlich, Deutschlands bekannte YouTuberin Bibi, und zwar als Zombie-Braut. Klingt nicht sonderlich gut, wie das ganze Tattoo sogar sein Leben verändert hat. Und was Bibi selbst dazu sagt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ach schön, bei welcher prominenten Lady wir ab sofort auf Rundungen verzichten müssen und welcher Actionheld jetzt ganz von der Bildschwäche verschwindet, hier ist der TAF-Klatsch. Da sind wir schon wieder. Unserem Sondergewinnspiel, liebe Leute, da füllen wir Ihr Konto auf. Und wie? Nicht einmal, nicht zweimal, 36 Mal und zwar mit 2000... Das iPhone 10 auf Sie. Nein, oder extra per SMS an 3x4, 3x einschicken. So, wenn Sie noch mehr Infos brauchen, die können Sie haben. Und auch, wer denn gewonnen hat, und zwar auf extragehalt.tv. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Glück und sagen bis gleich. Da sind wir wieder bei TAF mit Disketten. Können Sie sich noch daran erinnern? Oder vielleicht, wann Sie zum letzten Mal einen waschechten Fokuhila gesehen haben? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Gilt auch für die Jungs und Mädels, die jetzt kommen. Und genau deswegen haben wir sie in unseren Retro-Room gepackt und in Challenges gegeneinander antreten lassen.